Und damit noch einmal hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Agaris Generations of War. Und heute sind wir siegreich aus der Schlacht hervorgegangen. Und jetzt, reden wir in den Ruinen unserer Feinde. Der Tag ist vorbei. Ihr habt unseren Dank. Es gibt keinen Grund, uns zu danken. Das ist unser Wald. Wir haben ein Ansinnen daran, ihn zu unserer Heimat zu beschützen. Hat unser Interesse betankt nur darin. Werden Sie zurückkommen? Vielleicht. Aber nach so einem Niederschmettern bezweifle ich, dass sie das in kürzer Zeit schaffen werden. Let's slip. Ließ sie entkommen. Während dem Kampf, dass wir, wo wir dachten, dass wir ein Fensare machen. Die Leute werden Herausforderungen ausweichen, die ihre Ansichten, ihr Weltbild verändern werden. Ich glaube nicht, dass sie zurückkehren werden nach so einer Niederlage. Mag sein, wie es sei. Ich glaube aber nicht, dass sie uns einfach so davonkommen lassen werden, ne? Sie werden uns keine solchen unerfahrenen Leuten mehr hinterher schicken. Wir werden sehen, ob dies wahr ist, wenn wir Fensariel erreicht haben. Habt keine Angst um unseren Wald. Wenn sie zurückkehren, werden wir sie wieder verjagen. Eine leichte Übung, ein bisschen Bewegung von Zeit zu Zeit tut meinem alten Herzen gut. Wenn das für euch nur eine Übung ist, dann bete ich darum, dass ich euch niemals treffe, wenn ihr wirklich wütend werdet. Wenn ich fragen darf, wie kamst du in den Besitz dieses Armbandes? Ich habe es im Wald gefunden. Ich behalte es einfach nur, bis wir seinen rechtmäßigen Besitzer wiederfinden. Denkst du nicht, dass es zu meinen Augen passt? Du kannst es nicht abnehmen, oder? Du brauchst es nicht vor mir zu verheimlichen. Das ist das Armband von Covenant, oder? Die Ryujant sind wirklich eine weise Rasse. Wann hast du es bemerkt? Den Moment, wo ich ihn sah. Ich fühlte die Dunkelheit stärker werden. Dass die Dunkelheit stärker wurde.
wird nicht gut. Weißt du, wie man das entfernen kann? Es tut mir leid. Ich weiß nur, dass das Armband zum Dämonenkönig gehört. Wir wissen wenig über die Außenwelt. Ja, ich verstehe. Das Land ist verbunden. Egal wie weit ihr wie weit wir voneinander entfernt sind. Oder was zwischen uns steht. Wenn ihr Fuß auf die Länder setzt, die vom Eis eingeschlossen sind, es wäre weise, die Hochelfen dort zu besuchen, die dort leben. Das Armband des Dämonenkönigs wurde von den Hochelfen gefertigt. Ihre Leben hielten einst Erinnerungen einer vergangenen Zeit. Oh. Das Land geschlossen vom Eis? Ich habe noch nie davon gehört. Hast du davon gehört, Yayoi? Nein. Es tut mir leid, das zuzugeben, aber ich weiß nur wenig über die Welt außerhalb von Yamato. Yamato? Ja, genau. Elis, du brauchst dich nicht sorgen. Ich kenne einen solchen Ort. Wie auch immer. Es gibt Probleme auf diesem Kontinent, das unsere sofortige Aufmerksamkeit benötigt. Oh, Elder, ich möchte dich fragen, ob ich diese kleinen Kreaturen begleiten darf bei ihrer Aufgabe. Wenn du fragst, werde ich sie dir geben. Du bist der Herr deines eigenen Lebens. Jo, vielen Dank. Es scheint so, als würden wir zusammenreisen. Deine Hilfe und deine Mitgliedschaft ist etwas, das wir uns niemals gedacht hatten. Nicht einmal in unseren wildesten Träumen. Wenn die Hylians alt werden, dann reisen sie durch die Welt. Und schauen nach einem Platz, an dem sie sterben können. Nachdem neues Leben daraus entspringt. Viele der Wälder in unserer Welt wurden auf diese Weise geboren. Aubul mag jung sein. Aber mag zwar jung sein. Und noch nicht bereit für einen solchen Platz zu sehen. Aber es ist deine Wahl. Fühle, berühre und schaue die Welt mit deinen eigenen Augen. Meine einzige Hoffnung ist es, dass wenn die Zeit kommt, wirst du einen Platz zur Ruhe finden. Nach alledem sind eure Leben nur ein Tropfen im Fluss der Zeit. Dann sollte ich euch den Weg zeigen, der nach Fensaril führt. Kommt, lasst uns gehen.
So, dann müssen wir noch ein bisschen Ausrüstungsquatsch machen, oder? Moment. Ich habe gerade keinen Weg gesehen. Ja, wie kommt man da hinten hin? Achso, da muss ich hier rein und irgendwie da rauskommen. Aha. Cool. Gab's auch noch nicht. Ich muss irgendwie auf jeden Fall da rauskommen. Na dann. Aber erstmal Camp-Menü. Denn ich glaube, wir haben neue Ausrüstung bekommen. Nämlich irgendwelche Ringe. Ja, den Stone Ring. Stone Ring. Aha. Moment. Und halt. So, das meine ich. Ha, geht doch. Stone Ring. Plus 2. Oh, und ein AP mehr. Das ist gar nicht mal schlecht bei ihm. Und welche Skills haben wir jetzt? Haben wir irgendwelche Skills mehr? Resist Burst hat er jetzt. Hm, okay. Dann schauen wir mal weiter. Wir haben nämlich noch irgendwelche Sachen bekommen. Das sind die super Sachen. Iron Knuckles. Man's Fist. Das ist, glaube ich, auch wieder so eine super Sache. Ja, Iceless Sword. Ich glaube, er wurde. Das sind auch wieder die super Sachen, aber ich habe ihn auf Magier getrimmt. Okay, da geht auch nicht viel. Vielleicht gibt's da was. Bracelet. Ich glaube, das ist neu. Das dürfte doch neu sein, oder? A beautiful yet durable bracelet. Das könnte neu sein. Das ziehen wir doch gleich mal ihm an. Wobei, das sinkt alle seine Werte. Das Thunderguard, das erhöht irgendwie alle Werte. Na, dann doch nicht. Battleframe. Verringert seine Stärke um 1. Aber erhöht seine Verteidigung extrem. Kann der das? Nee. Der kann es auch nicht brauchen. Das ist doch irgendwie... Na, müssen wir nachgucken, was das war. Aber wir können vielleicht bei den Skills mal gucken. Okay. Wissen. Wissen statt einer Power Attack, das wäre was. Cure All. Ne, können wir dann Capture nehmen. Trick Hit. Da können wir zumindest. Da können wir zwar Sachen wechseln, aber. Impuls. Shining Strike habe ich hier. Was haben wir denn dazu bekommen? Capture and Gospel, Trick Hit. Earth Spike haben wir. Ah ne, das haben wir schon. Was haben wir denn noch für Elemente? Wind. Thunder. Ach ja, da haben wir hier was. Evasion hin, Thunder. Haben wir vielleicht irgendwas für die Dinger? Sonic Wave? Schauen wir mal in unser Inventar rein. Da müssen wir doch irgendwelche Sachen bekommen haben. Merciful Strike, das ist das mit diesem Angriff, der da drauf geht, dass er einen übrig lässt. Was haben wir noch bekommen? Proof of Valor. Rundle Dagger, das haben wir glaube ich bekommen, ja. Ein Gecko. Alles Sachen, die wir jetzt gerade nicht mehr nutzen. Okay. Mal sehen, ob wir jetzt vielleicht irgendwas in der Adventure Guild. Ich meine, wir haben ein neues Party-Mitglied. Titel.
muss da irgendwas Neues mal sein. Dann halt nicht. Blacksmith, kannst mir irgendwas Neues machen? Nichts. Wobei, ich habe hier irgendwie ein Body of Darkness. Silver Bullion. Essence of Life. Platinum Bullion, mal sehen. Okay, dann mal gucken, was können wir hier. Das ist alles immer noch. Da kommt nicht mehr dazu. Das ist langsam echt schlimm. Da muss ich nämlich hier irgendwas kaufen. So. Net Skill Research und hier Exchange DP. Hier dieses Basic Web. Ne, das Thunder Fire. Ich würde gern das hier kaufen. Aber wir können auch hier Waffen kaufen. Na komm, dann leisten wir uns doch mal. Gut, aber dann werden wir erst bei dem nächsten Mal herausfinden, um was es sich da handelt. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Weiterschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.